der Boss da vorne, der ist halt anders wild. Da habe ich wirklich keine Chance. Bin ich noch im Kampf mit denen oder was? Anscheinend. Das macht kaum Spaß so, wenn ich den so erledige. Aber es ist halt schnell. Geht das ruckzuck. Aber den Boss haben wir jetzt schon wirklich. Also den Boss haben wir immer mal so wieder probiert, so eine gewisse Zeit. Mit dem den Ritter da. Wir hatten ihn probiert, mal immer so mal 10 Minuten, mal 5 Minuten, dann mal eine halbe Stunde, gar kein Licht gesehen. So. Wir sind aber heute doch schon weitergekommen in der Story. Also wir sind den richtigen Weg gegangen. Ich hatte dann noch ein bisschen beschäftigt damit. Ah, da gehe ich nicht hin. Wir können mal als Spaß einmal dahin gehen, wenn ich gelevelt habe, damit ihr nochmal seht, dass der mich einfach vernichtet. Und ich bei dem den Schlag nicht durchbringen kann. Was für eine Veränderung, wenn man durchmacht in, zu diesen paar Tagen. Und YouTube weiß noch gar nichts von der Veränderung. Das sehen die erst in einem Monat oder länger. Ich weiß nicht genau, wie viele Folgen bis dahin noch sind. Ich bin immer noch bei der Folge mit dem Mage. Brauche ich denn eigentlich hier? Achso, ich hab schon. Hab schon. Jetzt check ich auch, warum ich Mana brauche. Ja, glaube ich, das glaube ich eben nicht hier, Tichonia. Das ist ja das. Also das glaube ich halt nicht, deswegen... hatte ich halt überlegt, das komplett rauszunehmen und erst ab einem gewissen Tag das reinzutun. Aber das ist halt der Progress, was soll ich sagen? Das ist halt am Anfang erbärmlich und nachher wird es besser. Wenn es von Anfang an so wie jetzt wäre, dann wäre das halt so wie bei allen anderen. So, ich bin eh fertig, warum mache ich das noch hier? Dann war das halt so wie bei anderen Streamern. Die anderen Streamer starten das Spiel, schaffen es durch und gehen zum nächsten. Fertig.
So, ein, zwei Tage. Sterben nicht, regen sie nicht auf, das war's. Und da ich sowas halt nicht gespielt habe, sowas nicht kenne, brauche ich ein bisschen länger. Was probiert hier, ey. Wenn ich nur den zweiten Schlag mache, ist auch krass. Mach das, mach das. Sell your soul. Hier nicht drei nebeneinander irgendwie hier, dachte ich, wie vorhin eben. Ach, hier sind die zwei. Aber wenn ich den einen so töte, schnell den anderen, der merkt es ja dann nicht. Der verfehlt, okay. Scheiße, nicht gelockt. Jetzt hat er. Da ist der dritte, der hat auch schon gemerkt. Jetzt töten. Zack, mein Gesang. Ich bin halt hier ein bisschen am Üben immer. Ich tue auch währenddessen ein bisschen Punkte bekommen und leveln, aber hier ein bisschen am Üben. Und die sind echt krass. Wenn die dich treffen, bist du ja eh tot. Immer noch. Mal geht noch. Jetzt reicht es aber, Sky, genau. Jetzt aber wirklich. Nacht die Nacht. Hey, wie das immer vibriert, das kannst du nicht vorstellen. Halber Orgasmus jedes Mal, wenn ich so ein Ding töte hier. Puh, wir looten den. Aber ich glaube, also... Das geht schon schneller als mit der Kugel, oder so? Meint ihr nicht? So schnell wie ich jetzt kill? Zack. Einerseits ist es halt interessant, den Progress zu sehen, aber andererseits bleibt man halt nicht dran bis zum Ende, weil man glaubt, es geht weiterhin so erbärmlich weiter. Aber im Endeffekt egal. Das passt ja. Das passt ja, ich weiß ja. Im Endeffekt egal. Okay, die drei sind mir aber wirklich zu krass. Einen könnte ich ausschalten, so. Aber man ist ja währenddessen sogar immun.
Ist dieser Schlag so weit oder was? Okay, das muss man ausnutzen, dass man während der Dingphase immun ist. Während der Animation. Bei der Lady mit dem roten Cappy, bei Rotkäppchen quasi. Hast du das Schloss schon gemacht? Du musst im Schloss da Dinger finden. Die Puppe von der Lady. Genau, also du kannst, ich weiß nicht, ob es vorher schon geht. Also du kannst mit der Lady sprechen. Und dann sagt sie, hey, da ist eine Puppe und bla und bla. Und dann im Schloss findest du die Puppe. Und dann gehst du zu ihr zurück, gibst sie ihr, dann ist sie nachher bei der Tafel. Dann redest du mit dem Schmied, mit ihr, Schmied, ihr, Schmied, ihr, bla bla. Und dann tut der Schmied, sie unterrichtet den Geister, was weiß ich, Kunde oder weil sie ein Talent hat und so. Und dann kannst du die Geister upgraden. Ja, das Schloss ist nicht ohne. Also ich meine, dafür, dass es Startgebiet ist, finde ich, das Schloss ist krass. Besonders der Weg da hoch am Anfang. Also wenn du einmal den ersten Speicherpunkt gefunden hast, dann geht's. Ist es zwar noch beschissen, aber es geht dann. Es ist aber trotzdem, finde ich, fürs erste Schloss zu stark. Aber es zeigt halt richtig was das Souls ist. So sollen halt Dark Souls und Demon Souls gewesen sein, nur mit so Schlössern. Aber ja, es ist krass. Besonders der Anfang, der Weg da hoch, wo dann gleich der Typ mit seiner Trompete bläst. Dann kommen die zwei mit dem Schwert, dann kommen dann nochmal so einer mit Dann kommen zwei Skelette, dann kommen drei, die Dinger werfen, die Feuer werfen. Ja, musst du. Und denk daran, teilweise auch laufen. Also, ich habe das auch lernen müssen. Einfach laufen. Du musst nicht immer gegen alle kämpfen, aber am Anfang halt schon. Da musst du ja durch. Und den schwarzen Ritter in dem einen Zimmerchen da, 30 369, habe ich nie getötet, den habe ich nicht geschafft. Bin ich einfach weggelaufen. Da bin ich einfach weggelaufen, ne? Was habe ich gesagt? Keine Ahnung. Irgendwas habe ich gesagt. So. Also nochmal Mana. Ja, wenn du schon den schaffst, ja, bist du zehnmal besser als ich. Ich habe ihn nicht geschafft. Der war mir damals zu krass.
Ja, aber ich meine, dafür sind sie ja da, ne? Weißt du, was ich meine? Sie sind ja dafür gedacht. Die sind ja dafür gedacht, dass du sie nutzt. Warte, hier ist der Boss. Hier ist der Boss. Und hier ist noch so ein Teil. Müssen wir mal gucken. Und hier ist so eine Straße, die führt zu dem, so einer Träne da. Ich brauche die. Ich muss meine Heiltränke jetzt upgraden. Ich habe so viel Leben, dass, wenn ich geprügelt werde, bekomme ich mein Leben nicht mehr hoch. Ich mag einfach kein Hoch mehr bekommen. Hallöchen. Was genau finde ich jetzt hier? Eine Wand. Hätte ich da oben? Kann ich da irgendwie oben bleiben? Okay. Jo. Die Feuerwerfer sind aber auch Säcke, oder? Was ist das? LOL, guck mal an. Ein goldener Wolf. Wie geil. Habt ihr gesehen? Yo, ich wollte nur mal kurz speichern hier irgendwo. Ein goldener, ein rot-goldener Wolf, was ist das? Ich habe keinen Bock auf Ads bei dem. Lebt das Ding? Ja, es lebt auch. Ist ein weißer Wolf. Gibt es hier irgendwie noch Speicherpunkte? Ja, hier gibt es genug. Da, irgendwo. Ist das ein Boss? Ist das immer so? Ja, komm, ja, wir testen hier mal. Komm. Jo, Mann. Hier, das ist ein normaler Mob. Hier, schau. Ist kein Boss. Alter. Also so normal ist der jetzt auch nicht. Gut, ich mach vom Mount aus nicht so viel Schaden. Der ist ultra geil, hä? Krasse Scheiße, Mann. Der sieht Hammer aus. Oder der sah Hammer aus, aber ich meine, der spawnt eh wieder. Wie wenig Schaden ich halt vom Mount mache. Mittlerweile im Vergleich zum... Die sind aber hier auch schön. Die sind hier auch schön, die Weißen.
Was ich nicht ganz genau verstehe, ich habe hier, warte mal kurz mal schauen, hier. Wenn wir hier sind, hier ist der Boss und hier ist noch so ein Ding. Wie komme ich da hoch? Ist irgendwie diese Straße hier. Vielleicht durch den Sumpf oder so? Weil ich muss viel hier hin. Da will ich auf jeden Fall. Goldene Saat hier. Ich stecke halt so ein bisschen hier oben fest. Ich weiß nicht genau. Was ist denn das eigentlich da? Ich weiß gar nicht, was das ist. Halt ein bisschen hoch hier alles. Ich könnte, keine Ahnung, im Sumpf reiten, oder? Konvertierter Turm. Ah, schau her, das eine Encoding ist fertig. Das ist Tag 8 ist fertig. Dann starten wir Tag 9. Why not? Zack. So. 1, 2, 3, 4. Und go. Zack. Muss ich vielleicht den ganzen Weg hier. Ich will hier hinkommen. Warte mal, ich muss ja mal. Was ist das überhaupt? Habe ich das gemacht? Komm, wir gehen dahin. Da, aber auch irgendeine Dame, die gesagt hat, dass ein Schurke sie verarscht hat oder was geklaut hat. Ich soll das wiederholen. Aber ich habe keine Ahnung, was das war. Ja, okay, hier gibt es noch viel zu sehen eigentlich. Hier ist noch eine Menge. Hier ist noch eine Menge. Können wir mal schauen. Das ist irgendwie ein Schloss, das wir noch nicht gemacht haben. Und in dem Schloss gibt es auch wieder so eine Purpurträne. Nee, habe ich nicht gefunden. Hast du die gefunden? Ja, das ist ganz komisch, dass das Gebiet in so viele Teile aufgeteilt ist. Gut, es kann ja nicht immer so sein, dass du ins Gebiet reingehst, Karte findest und alles ist da, aber das ist ein bisschen wild hier. Ich glaube, das ist ein Schloss, das man auch versuchen könnte, irgendwie. Jo, was ist das? Das sieht es aber nicht klein aus. Aber ihr habt gesehen bei dem anderen Schloss. Hauptsächlich gelaufen zum Boss und fertig. Manchmal ist Laufen auch einfach besser. Hallo? Was haben wir denn hier Schönes? Steinwertschlüssel. Gut. Wieder vergessen, was man das braucht, aber jetzt habe ich es dann. Habe ich ja noch einen.
Jetzt habe ich halt noch einen. Irgendwie muss ich bald wieder pinkeln. Ne? Wir müssen durch den Haupteingang, wa? Schätze ich mal hier. Das geht's wohl nicht. Und solange man hier reiten kann. Wow. Yo, was war das für ein Viech? Ach du Scheiße, Alter. Kannst du dir nicht vorstellen, dass das gesehen, da war irgendein Kopf, der da geflogen ist. Einfach ein Kopf. Man kennt's. Warum nicht? Was ist denn hier, bitteschön? Karte, schau mal. Des Treffpunkts. Einfache Karte gefunden. Ihr könnt es im Inventar ansehen. Achso, ist es. Ah ja, ich hab mich. Ich hab mich gefreut. Mann! Scheiße. Die Karte ist immer noch nicht aufgedeckt. Ich hab mich gefreut. Ich habe mich gefreut, dass da eine Karte ist. Jetzt ist das keine richtige Karte. Das kannst du nicht aus, das kannst du nicht vorstellen. Was für ein Treffpunkt. Ihr könnt zum Inventar Karte Handbuch. Ich habe nur Handbuch hier. Karte des Treffpunkts, hier. Kann man das zoomen? Nee. Einfache Karte bei einer Leiche gefunden, scheint zu einem Treffpunkt zu führen. Der Mann, dem die Karte gehörte, könnte auf der Suche nach dem einzigen Mittel zum Betreten der Akademie gewesen sein. Einem Schimmersteinschlüssel. Ja, mit irgendjemandem haben wir doch gesprochen, wegen dieser scheiß Akademie da. Ist das nicht da, wo wir sind? Das ist doch dieses Ding. Doch, hier. Da, das ist doch hier. So. Ich werde mal kurz pinkeln gehen. Aufnahme, dann kurz Pause. Okay. So, ich war schiffen. Ein bisschen was getrunken. Jetzt geht's weiter hier. Ohne einen Schimmersteinschlüssel kommt ihr nicht weiter. Ja, das hat sich halt schon so ergeben, anscheinend. Schimmersteinschlüssel. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung.